Video heute mal ganz anders, mal mit einem neuen Haarschnitt. Aber das Video dreht sich heute nicht um meine Haare, sondern ich dachte, ich drehe das Video Drive My Life. Das ist jetzt, denke ich mal, ein sehr beliebtes Video bei YouTube und da habe ich mir gedacht, machst du mal auch mit und malst du auch. Und zwar werde ich auf so einer Zaubertafel malen, die habe ich jetzt von meinem Sohn. Und ich denke mal, wir werden keine Zeit verlieren und starten sofort. So, das war ein Mann. Ein Mann. Und eine Frau. Die haben sich lieben und kennengelernt. Und dann läuten schon die Hochzeitsglocken. Sie waren verheiratet. Und nun hat sie ein neues Leben angefangen. Nach 9 Monaten Warten kam endlich ein kleines Mädchen zur Welt und die wurde Anna genannt. Und so ging das Jahr für Jahr und Tag für Tag. Und dann war Anna ein großes Mädchen. Sie war nämlich 7 und dann ging es für sie in die Schule. Aber sie ging nicht in eine deutsche Schule, sondern in eine russische Schule, denn sie wurde nämlich in Kasachstan geboren. Und da lebte sie bis zu ihrem 8. Lebensjahr und danach musste sie auswandern. Sie beendete ihre 1. Klasse und dann ging es los. Der Papa kam mit, die Mama und die Oma, natürlich die kleine Anna. Sie wanderten alle nach Deutschland aus. Deutschland. Da war das Jahr 2000. Es dauerte sehr, sehr lange, bis sie mit dem Bus in Deutschland war. Und dann auf einmal ging alles ratzfatz. Sie musste in eine neue Schule gehen, wo sie noch niemanden kannte und war sehr, sehr schüchtern, weil sie konnte ja kein Deutsch sprechen. Wie sollte sie da zurechtkommen? Doch es ging sehr schnell. Sie hatte schnell Freunde gefunden, mit denen sie gerne spielte und sie auch so verstanden, ohne dass sie ein Wort sprechen konnte. So ging das Jahr für Jahr und irgendwann mal wurde aus dem kleinen Mädchen eine große erwachsene Frau. Sie war dann nämlich 18. Und durfte endlich ihren Führerschein machen und selber Auto fahren. Da war sie auch sehr, sehr glücklich drüber. Und dann bekam sie ein Auto. Und sie konnte dann selber zur Schule und zur Arbeit fahren. Und dann, eines Tages, traf auch sie einen Mann, in den sie sich verliebte. Und er verliebte auch in sie. Und dann, nach 6 Monaten, heirateten sie. Sie waren sehr, sehr glücklich drüber. Es ging zwar schnell, aber das störte sie nicht. Und dann lebten sie 2 Jahre so. Und danach, was passierte dann? Dann kam ein kleiner Junge zur Welt und der wurde Jan genannt. Das war nämlich mein Sohn. Und so waren wir jetzt zu dritt. Mein Mann, ich und unser kleiner Sohn. Wir waren sehr glücklich zu dritt und verbrachten sehr schöne Zeiten. Wir gingen spazieren und ich war oft mit dem Jan allein, weil mein Mann leider
immer arbeiten musste. Aber so ist es nun. Und dann, eines Tages, passierte es wieder. Da kam wieder ein Baby zur Welt. Und das war die Lea. Jetzt waren wir endlich zu viert. Es war mein Mann. Und dann ich. Dann der Jan. Und jetzt war es die kleine Lea. Jetzt waren wir vier Personen. Jetzt fehlte uns nur ein Haus. Und zum Glück haben wir auch eins gefunden, was uns sehr gefiel und uns passte. Da wollten wir sofort einziehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt, weil wir so viele Leute waren, bräuchten wir ein sehr großes Auto, damit wir alle immer schön drin sitzen und fahren konnten. Ja, und so leben wir bis heute. Wir sind eine sehr glückliche Familie, die zu viert sind. Das bin ich, das sind meine Kinder und mein Mann. Ich hoffe, euch hat die Zeichnung gefallen, obwohl sie nicht sehr perfekt war und nicht alles im Detail erzählt hat. Aber so ist es nun etwas so in der Art verlaufen. Ich wurde geboren und dann sind wir mit, wo ich 8 Jahre war, sind wir dann umgezogen, ausgewandert nach Deutschland. Und so ging es Jahr für Jahr und irgendwann mal wurde ich erwachsen. Dann habe ich meinen Führerschein gemacht, bin arbeiten gegangen, habe meinen Mann kennengelernt, habe ihn geheiratet, habe wunderschöne 2 Kinder bekommen, habe ein Haus, ein Auto und jetzt drehe ich YouTube. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.